Wir sind Laura und André und das ist unser Van Oscar. Ohne großen Plan und Vorkenntnisse haben wir ihn innerhalb von 9 Monaten vom Kastenwagen in unser Zuhause verwandelt. Ein Zuhause, das uns ermöglicht, an unwirkliche Orte zu reisen, immer neue Ausblicke zu genießen und ständig neue Leute kennenzulernen. Ach ja, und das hier ist Luna. Wir haben sie in Bosnien adoptiert und seitdem ist sie immer mit dabei und hält uns mit ihrer unstillbaren Energie auf Trab. Wohin uns unsere Reise noch führen wird und was wir noch alles erleben werden, seht ihr hier auf unserem YouTube-Kanal. Also, los geht's! Guten Morgen und hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind wieder in Oscar unterwegs. Ihr habt es vielleicht im Titel schon gelesen. Wir machen erstmal eine kleine Tour wieder. Wir wollen so gucken, wie sich das Ganze verhält mit Corona in den anderen Ländern. Wir werden gleich unseren ersten Grenzübertritt wieder nach mehreren Monaten haben. Wir verraten noch nicht... Naja, doch, wir können schon verraten. Wir sind an der tschechischen Grenze. Wir sind gerade im Erzgebirge. So ein bisschen, so vielleicht ein bisschen außerhalb. Hatten hier eine schöne, ruhige Nacht. Wir sind gestern... Wie viel sind wir gefahren? 300 Kilometer knapp, ne? Ja. 300 Kilometer, haben mal wieder ewig lange gebraucht. 8 Stunden bisher. Hatten aber auch eine schöne, große Pause drin. Und ja, wir freuen uns schon richtig, wieder unterwegs zu sein. Wir haben eine größere Tour geplant. Wir können ja mal kurz was dazu sagen. Also wir wollen jetzt erstmal nach Prag fahren. Da wollen wir Jesse und Roberto besuchen von den Chirpy Travelers, die wir ja mal damals in Kroatien getroffen hatten. Und mit den beiden wollen wir dann zusammen nach Bayern fahren. Also wir wollen ein bisschen Bayern unsicher machen. Da freuen wir uns auch schon riesig drauf. Und ja, wir haben jetzt alles soweit abfahrbereit gemacht. Wir haben uns Snacks vorbereitet. Zeig mal die Snacks. Soweit Snacks vorbereitet für die Fahrt. Wir haben uns Wraps gemacht. Wraps und genau, da geht's jetzt los. Wir sind eigentlich gerade, ich glaube, 3 Kilometer vor der Grenze oder so. Naja, bis zur Straße ist ja... Achso, naja, und auf jeden Fall ist die Straße gesperrt und wir benutzen schon extra Google Maps und irgendwie weiß Google trotzdem nicht Bescheid. Aber trotzdem, jetzt sind wir gleich in Tschechien. Spannend. Das Navi will uns natürlich jetzt die ganze Zeit wieder umdrehen, weil es irgendwie nicht checkt, dass da die Straße gesperrt ist. Ich glaube, wir fahren jetzt einen richtigen Umweg, also... Ja, das ist doch, wo wir hier waren heute, wo wir übernachtet haben. Ich wollte schon sagen, dass mir die Tankstelle bekannt vorkommt. Hä, wir fahren also die ganze Zeit im Kreis da? Ja. Wow. Wir fahren jetzt gerade einfach einen riesengroßen Umweg irgendwie, weil genau die Grenze, wo wir rüber wollten, ist gesperrt. Glauben wir jedenfalls. Also auf den Straßenschildern war das halt durchgestrichen, es war eine Sackgasse eingetragen. André ist angenervt. Ich habe eben noch richtig lange geschlafen hier an meinem Sitz, weil ich irgendwie so müde bin. Aber wir sind jetzt im Park und in 3,7 Kilometern sind wir da bei Jesse und Roberto. Puh, wir sind angekommen nach 20 Stunden wieder mal Autofahren und wir sind jetzt unterwegs. Wir haben Jesse und Roberto dabei. Und wir machen jetzt mal die Stadt ein bisschen unsicher hier. Oh, Norma gibt's hier auch, guck mal.
Gibt's sogar. No, da ist ein Penny, da ist ein Norma. Wow. Die beiden wollen uns jetzt einen Aussichtspunkt zeigen, den wohl kein Tourist sonst kennt. Sagen sie, weil da kommen keine Touristen hin. Mal gucken, ob sie nicht hier zu viel versprechen. Aber wir sehen schon so ein bisschen, sieht schon ganz schick aus, muss ich sagen. Looking for myself, I'm staring at my shadow. I might gonna be safe in getting through tomorrow. When I throw me down, you can leave me to the side. You're still raising. Sie sind oben. Was ein Blick, oder? Was ein Blick. Aber doch ein paar Touristen hier. Kennen doch ein paar auch. Ah, das sind Einheimische. Okay, der erste Abend, der fängt auf jeden Fall schon mal gut an. Wir haben uns jetzt Pizza bestellt. Die haben eine vegane Pizza. André gönnt sich richtig hart und nimmt die große 45 Durchmesser. Die ist nicht die größte. Die größte wäre 60. Ich bin noch... Ja. Und, oh Gott, ich hab richtig Bock drauf. Oh ja, der sieht auch richtig gut aus, guck mal. Ja, der macht dann den Teig da so richtig schön. Sieht man das überhaupt? Man sieht's gar nicht. Ja. Oh. Alter, wem gehört denn diese große da? Keine Ahnung, wer die bestellt hat. Ich glaube, ob ich vielleicht doch ein bisschen übertrieben habe mit meiner Wahl. Aber es sind nur 45 cm. Alter, Scheiße. Oh oh. Das schaffe ich, Leute. Locker. Das schaffe ich. Challenge accepted. Okay, die normale dagegen. Oh, der ist süß. Ja, ich meine Hand. Guten Morgen. Oh, immer noch satt von der Pizza. Nein, schon zwei. Ach, das habe ich gar nicht mitgenommen. Ich habe das vergessen zu Hause. Ja, wir sind jetzt wieder unterwegs. Jessie muss leider zu Hause bleiben, weil die arbeiten muss. Aber das Gute ist, die kann auf Luna aufpassen. Das klappt erstaunlich gut. Wir haben gerade schon einen Anruf gekriegt. Und ja, wir erkunden jetzt mal Prag. Bis jetzt sind wir vom Regen verschont geblieben, weil eigentlich soll es heute regnen den Tag, aber guckt euch mal die Wolken da hinten an. Das sieht irgendwie nicht so gut aus, ja, oder? Ja, es sieht dunkel aber aus. Wir sind auch gar nicht vorbereitet auf Regen. Nee, wir haben gesagt, es regnet heute nicht und damit regnet es auch heute nicht. Aber ja, gucken wir mal. Wenn nicht, müssen wir uns irgendwie ein kleines Lokal suchen oder so. Ja. Da vorne sind zwei Biber. Oh Gott, die sind so süß. Warum sind denn hier einfach Biber? Was snackt, was ist denn das, Orangen oder was der snackt? Möhren. Wir dachten gerade, dass da Biber sind, aber es sind Bisamratten. Die haben so einen Rattenschwanz. Aber die sind trotzdem süß. André findet sie jetzt schon wieder doof. Nein, aber... Die sind immer total klein. Nein, aber ich habe gedacht, das sind Biber, aber die sind so... So rein Schwanztechnisch sind sie schon hässlich. Schwanztechnisch. Oder? Nicht so schön. Halt wirklich aus wie große Ratten dann verlassen. Ja. Ab auf die Karlsbrücke. Los. Das war jetzt erstmal genug Sightseeing. Nein, Quatsch, es geht gleich weiter, aber wir haben richtig Bärenhunger. Die Pizza ist zersetzt. und jetzt suchen wir uns was zum
Speisen. Laura hat schon was gefunden. Forkies. Forkies? So. Yummy. Vegan Lachs-Bagel. Das war so lecker. Das hat original nach Lachs geschmeckt. Wahnsinn, wie das so nach Lachs schmecken kann. Okay, weiter geht's. Wir haben noch nicht genug. Wir brauchen jetzt noch einen Nachtisch. Und jetzt gibt's erstmal noch ein Eis. Wurde uns empfohlen von Michelle und Jan. Michelle und Salted Jan. Salted Peanut Eis. Salted Peanut Caramel. Irgendwas. Nee, nur Salted Peanut. Irgendwas Leckeres. Für uns ging es jetzt erstmal noch ein bisschen weiter und zwar sind wir gar nicht so weit aus Prag gefahren. Die beiden haben hier nämlich ein Wochenendhaus, oder nicht die beiden, sondern die Mutter, und deswegen sind die auch oft hier, ein bisschen außerhalb von Prag. Und wir sind da jetzt gerade schon drin gewesen. Das ist ja Wahnsinn, das ist wahnsinnig schön, wirklich. Und hier auch die Gegend, das ist krass. Wir versuchen jetzt Oskar mal auf ein Grundstück zu parken. Und ja, dann bleiben wir da noch so ein, zwei Nächte, gucken wir mal und dann geht's für uns weiter. Aber ja, das ist schon ein krasses Grundstück. Okay, Roberto muss gerade gucken, ob wir unter das Dach passen. Schauen wir mal. Oh Gott, das ist ganz, ganz schön eng. Gucken wir mal. Ich glaube, das passt. Du glaubst, das passt? Ich glaube, das passt. Du glaubst, das passt, ja? Ich glaube, das passt. Es fehlt noch so wenig. Warte mal. Mal gucken von hier oben. Das passt genau. Oh ja. Wir haben jetzt schon zwei Nächte hier auf dem Grundstück verbracht und André hat Roberto dabei geholfen, hier in deren Van die Heizung einzubauen. Die waren groß am Ackern, Jesse und ich waren in der Stadt in der Zeit. Und jetzt werden wir noch mal ein bisschen mit den Hunden rausgehen, die Gegend anschauen und morgen geht's weiter Richtung Süden und dann halt rüber Richtung Bayern. Yay. Komm, Luna! Alles! So, ihr Lieben, das war es auch schon für dieses Video und ja, wir hoffen, es hat euch gefallen, ne? Genau. Wir werden morgen weiterfahren, erstmal Richtung Südtschechien und dann wollen wir rüber nach Bayern. Das seht ihr dann in den nächsten Wochen hier auf YouTube und ansonsten, ja, wir haben die Zeit auch hier genossen in dem Wochenendhaus. Ist so schön. Ja, es ist wirklich richtig schön. Wir haben es nicht so gezeigt, weil... Es ist ja doch privat, ne? Aber es ist wirklich richtig schön hier. Ja. Und Tschechien, es hat wirklich was zu bieten, muss ich sagen. Also gerade auch Prag war wunderschön. Ja. Hier die Gegend ist auch echt schön. Und ja, mal gucken, was noch so kommt. Ja, wir sind gespannt. Ihr könnt auch gespannt sein. Und dann sagen wir einfach bis zum nächsten Mal, oder? Genau, wenn ihr mögt, dann lasst ein Like da und ein Abo. Und ja, ja, bis dann. Bis dann, tschüss. Ciao. Ich wurde gerade angeschissen. Der Unsinn. Ja. Du Scheißteil. Oh, hat jemand ein Taschentuch bei? Von der Taube. Beim Föhnen. Kann ich jetzt irgendwas haben, bitte? Warte. Mann, das ist eklig. André wurde gerade angekackt. Ja, toll. Ja. Warte, ich... Mann. Ich glaub, aber die Aussicht ist schön, nicht? Ja, die habe ich noch nicht so ganz genießen Aussicht können. Ist schön.
Supp durch.